Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute machen wir richtig was Cooles. Wir machen heute Storchenbrust. Klingt komisch, ist aber so. Viel Spaß dabei. Storchenbrust, und wenn wir uns die mal angucken hier unten, dann siehst du schon, dass die ähnlich, also die Analogie der Säugetiere, dass du praktisch hier einen Flat hast und hier einen Point hast. Also die Brust genauso aufgebaut ist, also ähnlich aufgebaut wie bei einem, wie beim Rind zum Beispiel. Und Störche muss man gleich dazu sagen. Störche kannst du natürlich nicht ins freie Wildbahn schießen, weil die stehen natürlich unter Naturschutz. Das zum einen, und zum anderen macht es überhaupt ja keinen Sinn, Zugvögel zu schießen, weil du ja nicht weißt, wo hat der zuletzt gegessen. Also wenn der jetzt aus dem Niger-Delta kommt und hat da ölverseuchte Frösche gefressen oder hat irgendwo in Ägypten auf der Mülldeponie gehaust, dann, und der sitzt hier so schön im Storchennest, da weißt du nicht, wo der herkommt. Von daher gehen nur Zuchtstörche. Und Zuchtstörche gibt es ein schönes Unternehmen, da habe ich die jetzt auch her, von meinstorch24.de. Die haben, und das wusste ich bis die Tage auch nicht, die haben die zweite Cargolifterhalle. Gibt ja die erste Cargolifterhalle, da ist diese, Frau, wie heißt das, Tropical? Tropical Islands drin, genau. Und die haben die zweite Cargolifterhalle, also haben sie früher so riesige Luftschiffe drin gebaut. Die haben die zweite, weil so ein Storch natürlich ein Zugvogel ist und der muss fliegen. Den kannst du ja nicht in der kleinen Voliere halten. Und die haben da Störche. Und Störche haben immer so 3 bis 4 Jungtiere. Das macht für die Zucht natürlich wenig Sinn, aber wenn die genug Nahrungsangebot haben und genug Platz in dieser Halle, dann dann bekommen die bis zu 6 Jungtiere. Und dann macht natürlich so eine Storchzucht auch Sinn. Also siehst du, das ist keine Bodenhaltung, sondern die können da wirklich frei fliegen. Und dass die auch frei fliegen und nicht einfach faul und rumrennen, total super, haben die da 2 Bussardpärchen, die unterwegs sind. Und die Bussardpärchen kreisen da oben immer drin in der Cargolifterhalle. Müsst ihr mal googeln, gibt ein paar schöne Bilder von. Die kreisen oben drin und scheuchen praktisch immer die Störche auf, dass die nicht zu lange unten sitzen, dass die fliegen. Weil nur beim Fliegen entwickelt sich die Brustmuskulatur. Und das ist genau dieses Stück, was wir hier vor uns haben. Also es ist richtig, es ist halt ein Wildvogel, richtig rotes Fleisch, sehr, sehr cool. Hier ist noch die große Sehne drauf, die müssen wir dann gleich runter parieren. Und davon hat so ein Storch 2 Stück. Also Schlachtalter von so einem Storch ist so meistens 2 Jahre, also deshalb kostet Kilo auch an die 140 Euro. Aber könnt ihr mal auf der Seite gucken, also meistorch24.de, da bekommt man die. Ist ein Startup, ja, ist wann... Wollten die zur Höhle der Löwen, was haben wir erzählt? Nee, die wollten, sind aber nicht angenommen worden. Ja, wahrscheinlich wegen Tierzucht oder so. Ja, was wir jetzt als allererstes machen müssen mit dieser wunderschönen Storchenbrust, ist, dass wir hier erstmal die Sehne runterziehen. Da steche ich das mal einfach hier mittig ein und ziehe das mir hier nach vorne vor. So, und pariere hier praktisch ganz easy die Sehne ab, weil wir wollen das als Kurzbratstück machen. Und das ist ja das Schöne bei... Die Flügel sind ja die Brüste, ist ein bisschen heftig reingeschnitten, naja, kommt manchmal vor. Bei Flügel sind ja die Brüste auch super als Kurzbratstück geeignet. Man kennt ja zum Beispiel von der Hühnerbrust oder von der Entenbrust, ne, die macht man auch als Kurzbratstück. Und so, ja, bei so einem großen Tier wie so einem Storch kann man das tatsächlich machen. Rückseite sieht so aus, Vorderseite so, dann haben wir das immer schön pariert. Was ich jetzt noch mache, ist immer ganz kurz Grillpfefferruf. Man könnte auch mit dem Wildgewürz arbeiten. Bräuter-Gewürz wäre jetzt das Falsche. Und die werden auch gefüttert mit Hühnchen, also eher. Ne? Also die kriegen jetzt keine Echsen und Schlangen und sowas da zu fressen, weil das wäre Blödsinn, das Zeug noch zu züchten. Die kriegen dann Hühnchen und Sojaschrot dazu. Jetzt haben wir ein bisschen oben drauf. Geben eh mal hier drauf und ist eigentlich eher ein Essen, was man eher aus dem Sternebereich kennt, aber wie gesagt, die haben das jetzt auch für einen Endkunden und so schön sieht die jetzt aus hier, oder? Was ein herrliches Stück Fleisch. Kann man das auch bei Beef Bandits bestellen? Nee, haben wir nicht, weil wir kein Wildfleisch bzw. wildähnliches Fleisch bei uns drin haben. Hat rechtliche Gründe. So, und jetzt habe ich den Grill einfach mal vorher heizt, halbe Kraft und jetzt... Wenn wir den schön hier aufsetzen, dass er immer richtig schön Farbe zieht. Das ist die Brust von einem Weibchen, die sind immer ein bisschen größer. Die von den Männchen ist ein bisschen kleiner, also ähnlich wie beim Menschen, kann man sich jetzt mal so merken. Und wir drehen gleich mal um, haben wunderschöne Streifen dran und das riecht ja wie ein wunderschönes Wildfleisch.
Und das, obwohl es aus so einer Aufzucht kommt, ne? Also hast du jetzt nicht so ein Wildtier, was draußen rumläuft und die ganze Zeit von Leid umgeben ist, sondern schön hast du ein Tier, was gehegt und gepflegt wird. Und sag mal, die olle Halle, die stand ja auch ewig leer. Die stand jetzt 20 Jahre lang leer oder so, bis die sich jetzt der Sache angenommen haben. Alles schon geil. So, und jetzt flippen wir das einfach hier erstmal die nächsten 10 Minuten hin und her. Erstmal eine schöne Röstung draußen dran kriegen. Auch der Pfeffer hier schön. Mega. In Afrika isst man Storch übrigens ganz gerne. Da nehmen sie die aus der Wildnis raus. Ja, aber wie gesagt, da habe ich schon gesagt, da weißt du nie, wo das Tier vorher gegessen hat. Würde ich persönlich nicht machen. Ne? Also das ist doch keine Parasitenbeschauung vernünftig. Also lieber meine Freunde von meistorch24.de einfach mal vorbeischauen. Meine Frau hat mich gerade gefragt, ob es da auch Storcheneier gibt. Theoretisch ja, praktisch macht aber keinen Sinn, weil die Storcheneier natürlich ausbrüten, um da junge Störche auch hochzuziehen. Okay. So, wenn wir jetzt hier an der Brust ein schönes Brandy dran haben, packen wir die nach oben und ähnlich wie bei einer Entenbrust zum Beispiel, würde ich jetzt den jetzt hier oben liegen lassen, so bei den Brennern, die wir da unten runter ausmachen, lassen wir den da oben jetzt ungefähr für eine halbe Stunde nochmal ziehen. Was ist Kerntemperatur dann? Ja, würde ich sagen, wie bei der Ente, so 56 bis 58 Grad. Hört ihr, wie der Storch klappert? Da ist er. Ist hier ein wunderschönes Stückchen Fleisch, oder? Und das nehmen wir jetzt runter. So, und hier ist unser Stück jetzt. Und ich würde sagen, wir machen einen Mittelschnitt und wir sehen schon hier, wie viel Feuchtigkeit rauskommt. Viel Wasser ist halt ein Wasservogel, wa? Also ist immer in der Nähe vom Wasser. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie der Anschnitt aussieht. Und guckt euch an, oder? Sieht das gut aus? Also, sieht so richtig hier schön, wie das Point und das Flat hier unten aufeinander liegen. Also auch das ist bei so einem Storch durchaus im Sinne des Machbaren und des Möglichen. Und jetzt, ich habe noch nie Storche gegessen, aber wird ja mal Zeit, wa? Also wie sagt man so schön? Auf euch Rinnen, Jolebirne. Butter, zart, nussig. Ein bisschen wie Ente. Aber, also, saustark, also lohnt sich wirklich, also die Jungs, die haben mich wirklich dabei gedacht. Mega schön und, also ich würde sagen, knallt mal so Storch auf den Grill. Am besten bei maistorch24.de mit Code Klaus60 spart ihr unglaubliche 84% auf den gesamten Warenkorb. Ein Knüller. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da, einen wohlwollenden Kommentar und genießt den April. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, Fans Grill, Barbecue. Macht's gut. Storch. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.